meinen Vortrag vorbereitet, und zwar sichere Kommunikation via Smartphone, eine Aufstellung der verfügbaren sicheren Mobile Messenger für Android und iOS, im Zuge der Tatsache, dass viele Leute mittlerweile wechseln wollen. Eine Aufstellung der sicheren, ist die nächste Folie leer? Es gibt hier irgendwie Inhalte, es gibt Disclaimer, dann reden wir ein bisschen über XMPP, OTR, Telegram Streamer, Text Secure, danach gibt es Fragen und Diskussionen und random Stuff ohne W. Und ein Typo gibt's. Und ein Typo, ja. Der ist extra. Disclaimer ist, ich bin kein Kryptograf. Und I'm not a Kryptograf. Don't judge me too hard and correct my mistakes. Also, falls ich einen Fehler gemacht habe. I am not a native English speaker. It's too hard. XMPP, Komfortabilität oder allgemein. XMPP gibt es mittlerweile für jede Plattform. Ich kann mir auch irgendwie meinen Laptop mit FreeBSD aufsetzen und ich kriege da meinen Pigeon, das XMPP kann mit OTR-Plugin. Das Ding ist, dass ich mich für XMPP separat registrieren muss auf einem Server, der mir bekannt ist und auf einem Server, der auch einigermaßen angenehme Uptimes hat. Also wenn ich chatten will, sollte der nicht gerade down sein. Bei OTR habe ich die Komfortabilität, dass, soweit ich das Plugin installiert habe, der meiste Kram von alleine passiert. Also wenn ich das erste Mal eine OTR-Verbindung initialisieren will, generiert er halt das Schlüsselpaar. Und durch den Magic Whitespace erkennt mein Gegenüber dann auch, dass ich OTR habe und er initialisiert automatisch die verschlüsselte Verbindung. Und das Ding ist, dass OTR nur gut für synchrone Kommunikation funktioniert. Also mein Datenkanal darf nicht auf einmal abreißen, weil dann muss ich den ganzen Kram wieder von vorne anfangen. Das heißt, ich muss den Schlüsselaustausch machen und lege dann wieder von vorne los. So. Nein. Doch. Nein. Du kannst die Session aufrechterhalten über Offlines hinweg. Ja, welcher Server unterstützt das? De facto funktioniert das nicht. OTR? OTR ist nicht auf dem Server. OTR ist klein zu klein. Ja. Das funktioniert nicht. Doch, das funktioniert. Doch, das funktioniert ja nur, wenn du den Client wechselst. Was? Das funktioniert für mich noch seit Jahren. Hat das noch nicht einmal funktioniert. Ich benutze OTR nicht mehr aus diesem Grund. Also ich habe eine ganze Menge Leute, wo ich seit einem Jahr dieselbe Session habe. Echt? Ich auch. Ja. Also bei mir fliegen alle Nasen lang. Bei jedem anderen, der das nicht supportet, ist dann all die Session ist weg. Aber ich brauche auch keine neue auf, weil das braucht ja User Interaction logischerweise. Und dann kommt er damit überhaupt gar nicht da mit der Situation. Das hat mich total gestört. Das ist dann so, das wäre ein anderes Problem, aber zwischen zwei kleinen Dings können, funktioniert das. Ja, also aufrechterhalten funktioniert. Aber die Mehrheit der Clients. Vielleicht ist es mittlerweile besser geworden. Vielleicht. Die neue LibOTR 4.0, glaube ich, da ist das drin. Die können auch mehrere Clients im Prinzip erkennen. Das heißt, die kann erkennen, wenn du von einem OTR-Client auf den anderen wechselst und wenn du halt Sessions ausgehandelt und sie handelt dann halt eine neue Session aus und lässt die andere sozusagen im Hintergrund weiterlaufen auf dem anderen Client und das kann die irgendwie erkennen. Okay. Und macht das jetzt auch an Resources fest und nicht mehr nur an Java-IDs. Das ist sinnvoll, ja. Ja, aber das Problem ist, wenn ich irgendwie meine OTR-Nachricht an das mobile Device schicken will, ich das Problem habe, dass ich keine Möglichkeit habe, sofern das Device nicht sowieso eine Verbindung zu dem Server offen hat. Das heißt, mein Device ist irgendwie alle paar Minuten am Pollen und nachgucken, ob ich da eine Verbindung habe. Und das kostet halt entweder Batterieleistung oder mein Intervall ist sehr, sehr groß. Also wenn ich alle 30 Minuten nachgucke, kriege ich natürlich nur alle 30 Minuten eine neue Nachricht. Ja, wie machen das andere? Über die Google-Push-Dienste, die weiter unten im System verankert sind. Ja gut, das ist eine externe API, die nicht frei ist. Ja. Ja. OTR-Sicherheit, Transportsicherheit, XMPP unterstützt TLS 1.2. Wie sicher das ist, kann man sich jetzt selbst überlegen. OTR bietet Perfect Forward Secrecy. Validierung der Kontakte über Fingerprint oder geheime Frage. Das heißt, ich kann extern von meiner Session, die sowieso gerade verschlüsselt läuft, noch eine geheime Frage machen und feststellen, dass der Gegenüber an dem Gerät, mit dem ich gerade kommuniziere, auch tatsächlich die richtige Person ist. OTR setzt den Schlüssel automatisch fort, das heißt, ich habe nicht meine gesamte Session über denselben Schlüssel, sondern bei jeder Nachricht, die ich verschicke, macht er eine neue Schlüsselanfrage und sobald mein Gegenüber mir eine Antwort schickt, schickt er das Acknowledgement für den Schlüssel zurück und gleichzeitig schickt er auch ein neues Key Advertisement los.
Und so habe ich dann eine kontinuierliche Schlüsselfortsetzung. Das heißt, jede Nachricht hat einen anderen Schlüssel. Dann haben wir Telegram. Telegram gibt es mittlerweile für alle großen mobilen Betriebssysteme. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar einen Windows Mobile Client. Die Linux-Kommandozeile und als Browser-Plugin, also ich bin relativ plattformunabhängig. Die Registrierung mache ich über die Telefonnummer. Ganz komfortabel, ich gebe meine Telefonnummer da ein, die schicken mir eine SMS als Validierung und anschließend bin ich auf deren Server mit der Telefonnummer registriert. Das Adressbuch wird automatisch hochgeladen und mich wurde auch nicht danach gefragt, beziehungsweise ich weiß nicht, in welchem Format das hochgeladen wurde. Und per Default benutzt Telegram keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das muss ich selbst mit meinem Gegenüber initiieren. Was halt per se schon mal schlecht ist. Also wenn ich meinem Freundeskreis jetzt sage, hier, ich hätte gerne, dass ihr einen sicheren oder einen Messenger benutzt, der Verschlüsselung verwendet und wo eure Daten dann nachher nicht so wie bei WhatsApp, bei Facebook landen, aber die Leute nicht automatisch dazu gezwungen werden, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu benutzen, dann hilft mir das halt wenig weiter, weil ich relativ wenig Leute kenne, die dann extra nochmal den Geheimchat einschalten würden. Das heißt, das müsste eigentlich direkt integriert sein als Standardoption. Ja. Wir machen auch ganz lustige Zusicherungen, zum Beispiel wenn man einen Secret Chat öffnet, dann steht da, ja, ist jetzt verschlüsselt und kann kein anderer lesen und bla. Und außerdem können die Nachrichten, die du schreibst, nicht weitergeleitet werden an andere Kontakte. Aha. Ja, das ist auch eine ganz interessante Zusicherung. Das heißt, ich sitze dann an meinem Smartphone, kriege eine Message geschrieben, lese die, schreibe die auf ein Blatt Papier und dann... Ja, also du kannst halt die Standard-Weiterleiten-Option nicht nutzen, aber das wird dann halt beschrieben als, ja, das Mark kann keiner mehr weiterleiten. Copy, Paste. Ich glaube, Mark Text haben sie dann dafür extra deaktiviert. Ja, wahrscheinlich. Bleib Kommandozeilen-Tool. Hast du das Kommandozeilentool mal ausprobiert? Ich habe das Kommandozeilentool nicht ausprobiert. Also ich habe nur Screenshots gesehen und das war, also bei einem Kommandozeilentool, dass mich die Screenshots abstrecken, das ist schon nicht so leicht und das sah nicht wirklich nutzbar aus. Ich glaube auch, dass das Kommandozeilentool die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung-Funktion noch gar nicht implementiert hat. Okay. Das sind mehr so Alibi-mäßig. Kann man ja nicht absichern. Die machen halt die Default-API, also quasi die TLS-Geschichte. Transport Security machen halt das Protokoll mit dem Server, aber nicht zwischen einzelnen kleinen Devices. Cool, damit das nicht so ruckelt hier. Ja. Kurze Frage noch, gibt es irgendwie eine eigene Server-Implementierung dafür? Nein, Telegram ist closed source serverseitig. Ich habe keine Ahnung, was mit den Daten auf Serverseite nachher passiert. Ist die Client-Seite open source? Die Client-Seite ist open source. Ja. Telegram Sicherheit, Telegram nutzt auch TLS. So wie, glaube ich, alle, die hier beschrieben sind. Telegram benutzt ein eigens entwickeltes Protokoll und zwar generiert das Gerät ein Schlüsselpaar und der wird per Diffie-Hammer mit dem Server ausgetauscht. Die Nachrichtenschlüssel für die einzelnen Nachrichten werden aus der SHA-1 der Nachricht und dem zuvor genannten Schlüssel generiert. Und für Secret Chats zwischen den einzelnen kleinen Geräten muss ich auch nochmal einen Diffie-Hellman-Austausch machen. Das heißt, wenn ich meinen Gegenüber nicht validiere, kann der Server da in der Mitte sitzen, den Diffie-Hellman Key Exchange machen und zwar mit beiden Seiten und anschließend alle Nachrichten mitlesen, die da rüber wandern. Aber man kann das verifizieren. Ja, genau, du kannst es verifizieren und das solltest du in dem Fall auch tun, damit du sicher bist. Ja, das Verifizieren funktioniert nur visuell. Er zeigt einem dann visuell den Fingerprint irgendwie als QR-Code-ähnliches. Das sind irgendwie 8x8 Schachbrett mit 4 verschiedenen Farben, glaube ich. Genau, da kannst du drauf gucken und sagen, ja, ist das gleiche wie auf meinem Handy, dann wird das wahrscheinlich zwischen diesen beiden Handys sicher sein. Anders ist das nicht vorgesehen. Und dann haben wir Threema. Threema kostet im Gegensatz zu allen anderen vorgenannten Alternativen Geld, und zwar 2 € im Play oder Apple Store. Ich glaube Apple 1,99 Euro, im Play Store sind es irgendwie 1,60 €. Die Registrierung über die Telefonnummer ist in dem Fall optional, das heißt, ich kann mir da auch eine Leis anlegen, das ich dann benutze. Allerdings funktioniert das bis jetzt nur auf einem Mobilgerät. Das heißt, meine Threema-ID ist fest diesem Mobilgerät zugeordnet und es scheint da auch keine Bewegungen zu geben, das für andere APIs aufzumachen. Das heißt, entweder für WebSocket, für Browser-Support oder als API-HTTP-Zugang für die Kommandozeile. Und wenn die Telefonnummer auf ein anderes Gerät übergeht? Das funktioniert. Also, es gibt Transfermodus und die Möglichkeit, auch seine Sachen zu backuppen. Da
Das wird von dem Programm sogar mehr oder weniger enforced. Das heißt, die, wenn man es noch nicht gemacht hat, nerven sie einen regelmäßig, hier, backup mal dein Private Key, dass wenn dein Handy mal flöten geht, dass du wenigstens deine Nachrichten nachher noch benutzen kannst. Mhm. Wohin backupst du dein Private Key? Auf die Reserver. Wenn du, du kannst dir eine mit einem zusätzlichen Passwort verschlüsselte Datei, wie auch immer sie jetzt verschlüsselt wird, dir eine E-Mail zu schicken lassen oder sie andersweitig halt exportieren will. Auf dem System vorhandenen Exportierfunktion. Ja. Also alles, was dein N0 Share kann, kann der. Threema, Sicherheit. Threema benutzt die Soidlib von Daniel J. Bernstein. Und zwar die CryptoBlocks-Implementierung. Das ist quasi die Referenzimplementierung dieser Library. Das heißt, die benutzen elliptische Kurven mit X-Sizer als Cipher. Und der Salt Library würde ich mal unterstellen, dass das Ganze gut funktioniert. Zusätzlich bietet Threema eine Website an, auf der man sich ein kleines Stück Source Code runterladen kann, um das Ganze zu validieren. Das heißt, man holt sich dann sowohl seinen Private Key vom Gerät runter, als auch den entsprechenden Nodes für die Message, die man dekodieren will, schmeißt das Ganze in das C-Programm rein und man kriegt die Nachricht, die man geschrieben hat, wieder raus. Aus dem Traffic-Dump. Aus dem Traffic-Dump, den man sich von Threema geholt hat, genau. Und das soll die Garantie sein, dass... das soll die Garantie dafür sein, dass die Krypto richtig ist, dass es tut, was braucht. Dass es tut, was angegeben ist, genau. Allerdings weißt du halt nicht, also man weiß einfach nicht, was neben der Krypto-Kommunikation, also der Krypto-Box-Geschichte, die da läuft, noch so an Traffic zwischen Server und Client ausgetauscht wird. Weil ich das einfach nicht untersuchen kann. Ich dachte, der Client ist Open Source? Der Client für Threema ist nicht Open Source. Ach so, der Client für Telegram ist Open Source, aber der Client für Threema ist nicht Open Source, genauso wenig wie die Server-Variante, beziehungsweise die serverseitige Implementierung, klar. In Java geschrieben, also Open Source quasi. Es gibt eine ähnliche, überprüft unsere Sicherheitsgeschichte von Telegram. Und zwar haben sie den Preis ausgeschrieben auf, ja, ihr kriegt voll viel Geld, wenn ihr diese Kommunikation hier knackt. Und zwar sagen sie, sie geben irgendwie jeden Tag, geben sie einen Traffic-Dump von einer Nachricht, die verschickt wird. In der Nachricht steht eine E-Mail-Adresse und wer an diese E-Mail-Adresse eine Mail schreibt und sagt, hallo, ich habe die rausgefunden aus der verschlüsselten Nachricht, der kriegt dann irgendwie da viel Geld für. Ja, das ist nicht gerade ein starker Angreifer, der im Prinzip nur den Traffic mitschneiden, aber nichts anderes machen kann. Und da gefällt mir die Streamer-Variante schon besser. Hi. Hi. Hallo. Hallo. Ja, dazu gab es dann auch ein Gegenangebot von irgendjemandem, der ein total kaputtes Krypto, total kaputten Algorithmus irgendwie genommen hat und gesagt hat, hier selbes Szenario, nur jetzt benutzen wir diesen total kaputten Algorithmus, weil wir wissen, dass der im Arsch ist. Und wenn ihr das knackt, dann kriegt er Geld von mir. Ja, also diverse Leute drüber lustig gemacht. Fun Fact, der Mann, der genau dieses Verfahren als Beispiel gebracht hat, was du gerade beschrieben hast, ist der Entwickler des nächsten Programms und das heißt Text Secure. Ah, ist von Moxie? Das ist von Moxie, genau. Das Write-Up war auch von Moxie. Text Secure macht auch Registrierung durch die Telefonnummer und zwar war Text Secure ursprünglich als SMS-Up-Replacement gedacht. Und zwar installiere ich mir Text Secure und schreibe dann alle meine SMS über Text Secure. Und Standard-SMS, wo der Gegenüber kein Text Secure hat, werden einfach als SMS verschickt. Und falls der Gegenüber Text Secure hat, verschicke ich halt hinten dran auch wieder so ein Magic Whitespace und dann erkennt das Gegenübergerät, okay, der hat auch Text Secure, dann machen wir hier Schlüsselaustausch, frag dich, ob du den Schlüsselaustausch machen willst. Sagst ja und danach sind deine Nachrichten halt verschlüsselt im Text Secure Version 1 Protokoll. Die Kontakttelefonnummern werden als Hashes hochgeladen und der Server überprüft das anschließend über einen Room Table. Das ist tatsächlich so auch in der Implementierung drin und der Server unterstützt das auf der Seite auch. Der nimmt die Telefonnummer, also die 10 Zahlen und hasht die? Ja. Warum? Damit meine Telefonnummer nicht on-wire übertragen wird. Und aber der Server hat halt auch nur die Hashes zur Verfügung für Telefonnummern. So viele Telefonnummern gibt es nicht. Also ja, aber deine Telefonnummer wird nicht offengelegt. Der Server kennt nur den Hash. Ja, und ja schon, aber wie viel Bit hat der Hash und wie viel Bit hat die Telefonnummer? Ja, halt nicht. Also wie viel Telefonnummer muss ich testen? Ja, der Hash. Genau. Ja, best effort. Ja, Sie machen damit auch noch ein bisschen mehr. Du hast schon recht, da müsste ich jetzt nochmal in die Spezifikationen reingucken. Wobei, also guten, wobei sind also nicht gesortet. Würde das gehen.
Es gibt Hash-Verfahren, wo eine einzelne Hash-Berechnung lange TM braucht. Dass du nicht auf die Datenbank alle Telefonnummern gleichzeitig tippen kannst, sondern immer nur eine einzelne. Das ist ich glaube ich. Wie lange muss das dauern? Steht das wirklich weg? Oder wenn dein Mobilgerät das in der Server gehackt wird, dann kann man das halt unten machen. Wie lange hat das in der Zeit, um deine gesamte Telefonliste zu hashen? Naja, wenn du kannst es nicht vorberechnen und dann ist es schon mal kein weiß, ob das wirklich so kaputt ist. Denn mit der Schreibtischnummer sind die Telefonnummern immer scheiße wenig. Also das ist nur mal. Deswegen glaube ich, dass das mit etwas hinter ist. 12 Zahlen, also 2. Wenn man nur 1 Zahlen anschaut, persönliche Daten übertragen an den Server. Dann machst du noch 5, 6, 7, weil das ist eigentlich. Zu dem Thema muss man ganz machbar sein. Wenn du Luca hast, kannst du das unter Druck fassen. Und wo er genau das nochmal erläutert, wird er only roughly 10 times 10, genau, beziehungsweise 10 hoch 10 Telefonnummer. Und ja, da wird noch ein bisschen mehr erklärt. Das heißt, sie machen noch ein bisschen mehr, das ist jetzt in meinen Folien falsch beschrieben. Würde ich mal stark feststellen. Was ist Blumen-Dingsbums? Blumenfehler? Blumen-Table? Dazu gab es schon mal einen Talk. Das ist ein Algorithmus, um Mengen von Objekten abzubilden. Also im Prinzip wie ein Hashset, aber toller TM. Mit ein paar. Okay. Aber, ja. Genau, dann wird weiter unten noch beschrieben, warum das bei einer größeren User-Basis dann wieder eine Server-Time-Trade-Off wird. Ja. So, zurück hierzu. Fallback auf SMS, beziehungsweise das neue TextSecure Version 2.0 hat ein neues Protokoll mit neuem Ratchet, das ich unter dem Sicherheitsaspekt noch mal ein bisschen weiter erläutert zu versuchen werde oder so. Und zwar unterstützt, dadurch, dass es ehemals eine SMS-Applikation war, unterstützt TextSecure den Fallback auf SMS, falls ich keinen Internetzugriff habe. Und als Transport unterstützen sie für die Daten das Google Cloud Messaging, heißt es glaube ich, GCM, Google Cloud Messaging, Messenger oder Messages, ich glaube Google Cloud Messages, und auf iOS-Seite wollen sie dann das Apple Push Network unterstützen. Und der Gedanke dahinter ist, dass es ziemlich schwer ist, ein Push Network zu maintainen, das mehrere Millionen Nutzer hat. Wir heißen, wenn ich müsste das einfach skalierbar aufbauen, und das ist relativ schwer, wenn man nicht Zeit und Ressourcen dafür hat. Und deswegen werden etablierte Services dafür benutzt. TextSecure benutzt standardmäßig Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also ich habe keine Möglichkeit, etwas anderes zu wählen als Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich glaube, das geht nur quasi, wenn jemand SMS schreibt, der kein TextSecure hat. Genau, dann benutzt er halt Standard-SMS, aber hat er auch keine andere Möglichkeit. Sagt ihr dir vorher Bescheid? Es gibt so ein Häkchen, aber eigentlich so ein. Wenn der Gegenüber Push hat, dann weißt du das vorher, weil er alle 12 Stunden einen Abgleich mit dem Server macht, eben über die Kontakte, ob mein Gegenüber oder der, den ich anschreibe, jetzt Push hat. Dann benutzt er automatisch den Pre-Key, der auf dem Server hinterlegt ist. Ja. Und fängt gleich eine verschlüsselte Verbindung an. TextSecure Sicherheit. TextSecure benutzt für den Transport Level auch TLS mit Certificate Pinning. Wir benutzen für die Keypairs, für das eigene Keypair, Public Private Elliptic Curve. Das ist nicht die magische Elliptic Curve, ja? Nee. Ich habe ja eine schlechte. Nee, das ist eine der guten. Okay. Es gibt ein paar mehr schlechte, habe ich erfahren, als ich das gelesen habe, aber das ist eine der guten. Mhm. Und zwar erstellt man für jede Session einen Ephemeral Key, der über Triple Diffie-Hellman mit dem Gegenüber ausgetauscht wird. Dann gibt es noch einen Identity-Key und noch einen weiteren Key. Damit generiere ich mir einen Initial-Root-Key und einen Chain-Key. Und zwar benutze ich den Root-Key für die erste Nachricht, die ich verschicke, und den Chain-Key für jede Nachricht, die ich verschicke, wo mir der Gegenüber noch nicht geantwortet hat. Und sobald mir der Gegenüber antwortet, mache ich wieder einen Diffie-Hellman-Exchange mit dem Root-Key und erstelle mir einen neuen Root-Key.
Und so habe ich eine kontinuierliche Änderung des Schlüssels auch zwischen aufeinanderfolgenden Nachrichten, ohne dass ich mit dem Gegenüber jetzt unbedingt kommunizieren müsste, um einen neuen Schlüssel auszuhandeln. Und für weitere Informationen verweise ich wieder auf den Blog von TextSecure, wo das Ganze noch ein bisschen ausführlicher beschrieben ist und es auch ein schönes Diagramm gibt zu der ganzen Geschichte. Kannst du nochmal eins zurückgehen? Die Validierungsanzeige. Die gibt es noch nicht, man ist dabei, das einzuführen. Die gibt es ja schon. Ja. Ich habe die nämlich drin, ja. Kann sein, dass sich geändert. Ich habe noch nicht validiert. Wollen wir mal? Wenn du oben auf den Namen klickst, da ist ein Zeichen, da ist ein Name. Im Chat drin. Kannst du mal draufklicken. Hast du das schon gehört? Weil ich habe kein Zeichen mehr. Kann auch sein, dass mein Gerät einfach zu alt ist und meine Auflösung nicht hoch genug ist. Meinst du älter? Garantiert. Was sucht ihr denn da? Ein Telefon da oben. Ein Finger, da gibt's hier. Was ist denn da? Nee. Name? Genau, Empfänger verifizieren, aber ich habe noch keine direkte Anzeige im Chat, dass ich das schon getan habe. Das heißt, ich habe die Option zum Verifizieren, aber ich sehe, wenn ich den Chat aufmache, nicht direkt, dass ich den Gegenüber schon verifiziert habe. Das meinte ich damit. Achso, okay. Genau. Also eine manuelle Möglichkeit meinst du? Ja, dass dann irgendwie das Schloss zu ist und sonst ist offen, oder? Ja, es gibt halt noch nicht diese drei Punkte, die Three Eine Anzeige, um anzuzeigen, dass ich den Gegenüber dass ich den Gegenüber verifiziert habe. Also wenn du 10.000 Kontakte hast, mit denen habe ich schon Key abgeglichen, mit denen nicht. Das siehst du nicht. Zur manuellen Eingabe quasi. Also. Ja, dass du sagen kannst, check überprüft. Ja, okay. So, zu ja. Optimalerweise mit dem QR-Code-Scanner, weil sonst nicht. Fragen? Noch Diskussionsbedarf? Wie siehst du die Zukunft? Dazu gleich mehr. Weil sonst würde ich irgendwie noch random stuff zeigen. Zeig mal random stuff. Random stuff. Das hier ist eins der Commit-Logs des Hauptentwicklers des Telegram Android Clients. Und zwar gab es da einen Pull-Request, wo die Leute gefragt haben, kannst du deine Changes mal öfters auf den GitHub pushen und nicht irgendwie alle 5 Versionsänderungen, sondern so jede Versionsänderung. Und seine Antwort war halt, ja, meine Commit-Logs sehen halt so aus. Und besonders schön ist hier unten, I don't want to waste time to writing text, commit comments, etc. I write some code at work, commit it, then move to home and write more code. This code may be untested or unfinished. Also im Prinzip weiß er am Ende nicht mehr, was er getan hat, wenn das komplexer wird. Das ist das, was wir da gelesen haben. Ja, das ist ja aber, also wie das sich da liest, ist es ja eine Aussage über die Vergangenheit, ne? Weil er sagt, da wusste ich, dass es tatsächlich gepublished wird, deswegen ist halt jedes Stream ein bisschen agil. Wenn du dir die Commits anguckst, die in dem Repository sind, dann sieht es da nicht besser aus. Also es gibt halt immer, es gibt einen Push, den er macht. Ich glaube, der eine Push war von Version Punkt 30 hinten und der nächste Push war von Version Punkt 35. Also dir fehlen irgendwie 4 Versionen dazwischen. Okay. Und er squasht halt die Commits vorher, sodass du dann gar nichts mehr erkennen kannst. Ja gut, ist halt ein Mathematiker, ne? Da steht ja kein Relevant XKCD. Kein Relevant XKCD. Doch, natürlich gibt es auch ein Relevant XKCD. There is always a Relevant XKCD. Ja, genau. Du zeigst die Mail-Code. Commit Messages. Google Relevant XKCD. 1296. Wahrscheinlich findet 1296 Commit, ja. Genau. Ja. Was ich interessant finde, dass er irgendwie die Chronologie ist von oben nach unten. Ja, normalerweise ist es bei GitK umgekehrt. Und dann haben wir noch die TextSecure Activity über den letzten Monat.
Und zwar sieht man daran, dass die Autoren sehr fleißig sind und tatsächlich alle Changes, die an der Main Codebase passieren, werden auch automatisch auf GitHub gepusht. Pull Requests werden angenommen, was man vielleicht an den 29 gemerchten Pull Requests sieht. 60 Leute arbeiten daran? 60 Leute haben Commits gepusht, ja. Ja, aber bei 29 Pull Requests sind das ganz schön viele verschiedene. Dann sind es ja mindestens 20, die irgendwie was gemacht haben, ohne dass das ein Pull Request war. Nein, die Pull Requests sind im letzten Monat und die Autos sind überall. Das ist über. Ah, okay, insgesamt. Ah, okay, ja. Also die 60 Autoren auch, die aus den Pull-Requests sind? Oder ja. Sind das nur? Okay. Ja. Also nicht alle Leute, die da pushen können. Ja, also im Moment gibt es zwei Leute, die da hauptberuflich dran arbeiten und die sind im Moment ziemlich am Ruder. Das sind eben Moxie und Jake McGinty. Und die haben halt das Problem, dass sie im Moment sau viele Issues kriegen und auch ziemlich viele Pull-Requests reinkriegen und das alles reviewen müssen. Das heißt, die gehen da einmal am Tag die Issues durch, die siehst du immer schön. Wenn Moxie einmal alles wieder zumacht, was doppelt war, beziehungsweise sie müssen auch das ganze Testing-Moment selbst machen, aber es geht voran und es werden auch gerade Designentscheidungen noch diskutiert, um das Ganze ansprechender zu machen, beziehungsweise es einfacher verständlicher zu machen. Ja, und das war's. Erfahrungsberichte? Von TextSecure? Ja. Ich habe nur meinen eigenen Erfahrungsbericht und der war bis jetzt eigentlich gut. Also es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert und ich schaffe es, meinen Freundeskreis dazu zu überreden, das einzusetzen. Oh, das ist ein Erfahrungsbericht. Das ist tatsächlich schon... Also man muss auch sagen, es sieht ziemlich schick aus. Das ist ja für manche Leute auch... Also, du hast nicht irgendwie so... Das sieht ja echt aus wie so ein SMS-App, weißt du? Hast du im Grunde... Du musst wenig wissen, um es zu benutzen. Das ist eigentlich ein guter Faktor, ist, wenn du gerade irgendwie die DAOs dazu kriegen kannst, das auch zu ich kann den Leuten halt sagen, geht in den Play Store, ladet euch das runter, macht die Registrierung und das funktioniert. Ja, ne? Das ist eben. Das ist halt unglaublich viele Permissions haben. Jetzt schon, oder? Ich hatte das Gefühl, ich habe so gerade für jemanden, der so ein bisschen paranoid ist und jetzt so ein Secure Messaging. Android Permissions willst du nicht vertrauen, grundsätzlich. Da ist so viel Unsinn drin. Also, da kannst du sowieso nichts drauf geben. Du meinst, man kann drumrum? Oder? Ja, man kann drumrum und wenn Versionen und überhaupt, also zum Beispiel, wenn eine App eine Permission requestet, die es noch nicht gibt, weil sie von einer anderen App ins System eingetragen werden würde, dann passieren komische Sachen. Also entweder sie kriegt sie dann nicht und es gibt auch keine Möglichkeit mehr, die hinterher ihr zu geben, außer man installiert in umgekehrter Reihenfolge nochmal die Programme neu. Und gewisse Permissions, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für Security von Permissions. Wenn ein Update gemacht wird, also wenn zum Beispiel ich ein Programm installiere, was einen Service bietet und ein anderes Programm nutzt diesen Service. Wenn ich erst das Programm installiere, was den Service nutzt, dann das, was den Service bietet, dann existiert die Permission erst, wenn ich das Programm installiert habe, was den Service bietet. Die, die ihn nutzt, hat die Permission nicht, kann sie auch nicht kriegen. Das Problem hat Google in Android selbst, wenn die irgendwelche System-Permissions einführen, umgangen. Wenn neue System-Permissions eingeführt werden, dann kriegt ihr einfach jede App. Das heißt, wenn du jetzt den Namen rätst von einer Permission, die irgendwann mal in deinem Update dazukommt, oder es dir aus dem Open-Source-Tree holt, wo die stehen lange bevor das Release passiert, dann kannst du deiner App sagen, ja, die Permission hier brauche ich bitte. Und dann sagt die Permission will ich haben, die wird in keinem Dialog jemals angezeigt, weil sie halt einfach nicht existiert. Und wenn das System-Update kommt, dann kriegst du einfach die Permission geschenkt. Also so viel zum Thema Android-Permissions. Da passiert echt richtig viel Quatsch. Und das ist konsequent. Ja, und kannst du normale Permissions irgendwie, also die umgehen, hast du gesagt? Nee, also nicht direkt, aber es gibt sehr viele indirekte Methoden, wie du hin und her kommst, dass Permissions nicht da sind, die da sein sollten, oder welche da sind, die nicht da sein sollten. Aber nochmal, es gibt keinen Fehler, wenn ich eine Permission anfordere, die überhaupt nicht existiert? Die wird einfach nicht angezeigt. Wenn du eine App installierst und die sagt, die Permission brauche ich... Welche API-Version ich brauche und so weiter, und dann musst du auch irgendwie... Ja, das gibt zum Beispiel... Der hat ja keinen String für... Die App, die die Permission, also die das bereitstellt, den Service, die sagt, so heißt übrigens diese Permission.
und die andere sagt nur, ich brauche die Permission mit diesem String hier. Und die Permission Strings sind ja auch immer einfach irgendwie org.android also, von irgendwas oder so. Permissions haben wollen, nicht von Android, sondern von einer App. Ja, Beispiel ist besonders schön bei den Root Apps, also Sudo oder so, ne? Die haben auch die meisten davon so eine Super User Permission. Die kannst du requesten. Ja, gut. Wenn nicht installiert ist und danach dann du das installierst. Wobei das funktioniert, glaube ich, nur bei den Systemsachen, weil eben genau bei Systemupdates dieses Problem sonst auftreten würde, dass Apps Permissions haben wollen, die noch nicht existierten, als sie installiert wurden. Das wird dann nachher nicht gecheckt. Ja, also das Android-Permission-System ist ganz schön broken. Also es ist generell immer eine gute Idee gewesen, aber funktioniert halt nicht. Ja, und viele Permissions bei TextSecure gehen halt darauf zurück, dass sie eben die Standard-SMS ab. Ersetzen genau, da brauche ich halt tierisch viele Permissions. Könnte mal Dominik sagen, was er da zum Talk halten soll. Der hat in Open Keychain sich im Prinzip ein komplett eigenes Permission, was heißt Permission-System, also ein Permission-System selbst implementiert, weil er gesagt hat, die Android-Permissions kann man knicken, braucht man keine Security drauf aufbauen. Naja.